Und damit herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes The Awakened. Wir sind im Institut Schwarzes Edelweiß und ja, bei den, ich sag mal, Patienten gelandet. Aurelien Kaladijan oder Gian Napoleon, alles klar. Lionel Reichert, Hannes Winkler. Okay, dann mal rein in den Medikamentenraum. What was that? Is someone there? Nee. I'm sure I heard something. Okay, der Zugang zu Trakt B ist blockiert. Da können wir nicht rein. Very sturdy. I might borrow it. Ich könnte sie mitgehen lassen. Im Original hat er gesagt, ich könnte sie mir ausleihen. Oh, vierter Frosch. Frösche können sich nicht waschen, doch ich schon. Das ist des Menschendaseins Lohn. Der vierte Frosch ist sehr verdreckt. Was, wenn man ihn ins Wasser steckt? Lucy Dondrop geisterte umher. Bei der Wäsche gefiel es ihr sehr. Dort ist der vierte Frosch gestorben. Das schwarze Edelweiß ist sein Grab geworden. Okay. Gibt also mehrere Frösche. Hätte ich die Räume der Reihe nach abgeklappert und nicht mit dem letzten angefangen, dann hätte ich das wahrscheinlich vorher schon gewusst. The final product. Ready to cure madness or to push one deeper into its grasp. Hier war doch gerade was. Any chemist would envy the quality of this equipment. Was haben wir da? Okay, das interessiert ihn nicht. Raw materials used to formulate medicine. With this equipment they can create any type of medication. Nee, schlecht. Patientin von Trakt A. Eloise K. Dermatillomanie. Täglich die Nägel schneiden, nicht die Hände von den Fesseln lösen, selbst wenn sie nicht aufhört zu schreien. Was ist Dermatillomanie? Wahrscheinlich irgendwas mit der Haut und manisch. Also irgendwas... Kratzt sie sich? Kratzt sie sich zwanghaft? Das könnte sein. Ich kenne die ganzen Fachbegriffe nicht. Maurizio H. Diagnose Manie und Dissoziation. Nach dem Vorfall mit den Pflegern wurde ein einwöchiges Heilfasten verordnet. Josephine erwähnen, damit er umgänglicher ist. Okay. Mariana W. Hysterie. Die Dosis so lange erhöhen, bis sie ihr Kind vergessen hat. Selbst starke Benommenheit ist unter diesen Umständen hinnehmbar. Hat man das Kind weggenommen oder ist das Kind gestorben und sie ist deswegen durchgedreht? Also Nervenzusammenbruch und deswegen wurde sie mit Hysterie eingewiesen? Boah, nee. Okay. Nils J. Diagnose Nervenzusammenbruch. Keine Besuche erlaubt. Alle für den Patienten eingehenden Briefe sind zu vernichten. Ey, ganz ehrlich, wenn ich sowas lese, wird mir echt schlecht. Ich weiß, es ist nur ein Spiel, aber so wurde halt früher wirklich mit Leuten umgegangen. Heutzutage weiß man, dass bei einem Nervenzusammenbruch Kontakt nach außen so wichtig sein kann. Ja? Immer ganz wichtig, dass man im Einzelfall entscheidet, aber... Die Person komplett zu isolieren, ist halt eigentlich nie das richtige Vorgehen. Ach ja, okay. Wir sind zurück in der Durchgangszelle. Ist die ganz durch? Ja, okay, gut. Ja. Gehen wir mal da hoch und gucken mal, was es hier so gibt. Dass hier auch niemand ist, der Sherlock bewacht. Spannend. This sedative worked faster than I expected. Perhaps I ought to train myself. Build up a tolerance. I'd rather not sit in this chair ever again. Okay, hier geht's zur Rezeption. Da wollen wir aber jetzt eher nicht hin, vermute ich, weil da würden wir ja auffliegen. Richtig? Locked. Ja. I suppose the reception will be guarded anyway. Gut. There's the guest room. I wonder if Watson was able to speak to Gygax. Darn. No way I can get past him without being noticed. Okay, der Weg nach oben ist blockiert und der Weg Block B ist blockiert. Blut. Kann ich jetzt den Knüppel hier mitnehmen? Kann ich nicht. Okay.
Gut, dann schauen wir doch mal, ob ich hier vielleicht sonst irgendwas hab. Nur die Froschsachen. Wie kann der Pflegevortrag B außer Gefecht gesetzt werden? Mit Beruhigungsmittel, Spritze und Metallrohr. Weil ich kann mich erinnern, dass Holmes ein Glasrohr bastelt. Was ich damals schon nicht sehr plausibel fand, aber... Ich könnte den Pfleger mithilfe eines provisorischen Blasrohrs aus sicherer Entfernung betäuben. Vielleicht eignet sich ja eines der Rohre aus dem Lagerraum dafür. Ey, ich schwöre euch, wenn ich jetzt hier wieder millimetergenau ausmessen muss, welches Rohr den richtigen Durchmesser hat. Ich kann mich nämlich erinnern, dass das ein Rätsel im Original war. This should suffice. Oh, danke schön. Ich glaube, es gab irgendwie 10 verschiedene Rohre gefühlt und man musste ausmessen, wie dick die Spritze ist und dann musste man aber den Außendurchmesser, aber den durfte man nicht nehmen, sondern musste dann irgendwie noch die Stärke, also 2 mm oder so, abziehen und bis man da aber von selber drauf gekommen ist und man musste jedes Mal wieder neu zurücklaufen, um ein neues Rohr zu holen. Man konnte immer nur eins mitnehmen. Zum Glück kennt Sherlock sich mit der Dosierung aus. Und zum Glück ist er nicht nach hinten umgefallen, weil das wäre unangenehm geworden, wenn die abgebrochen wäre. Erster Frosch. Frösche können nicht denken, doch ich schon. Das ist des Menschendaseins Lohn. Der erste Frosch ist mein erster Versuch. Sein Gehirn will ich lesen wie ein Buch. Hannah Pollard stand vor dem Loch in der Wand, doch dann hat ein Ziegel sie übermannt. Dort ist der erste Frosch gestorben. Das schwarze Edelweiß ist sein Grab geworden. Sind das Patienten? Das sind Patienten, oder? Die Frösche sind Patienten. Also, Metaphern oder, ja. This should be enough to avoid unwanted attention. At least from a distance. Ah, okay. Gut. Da ist irgendwas mit den Schatten nicht ganz in Ordnung da drin, ne? Hm, ich fürchte mal, hier kann ich nicht durch, ne? Nee. Tear your lips from your skull with my fingernails. Miss, I'll gouge your eyes out and cut off your hands, just like you did to Heidi. I am quite certain you would, but I'm afraid you have me mistaken for someone else. So, I take it your name is Gerda. Who is Heidi? You talk strange. You're going to Hell's Door, aren't you? To where those other funny talkers finally shut up? Hell's Door? To what do you refer? Only Heidi had answers. Go away, pig! I merely... I said go, or you will spend your last moments on Earth screaming. This door won't stop me. Okay. Ich find's auch spannend, dass die alle mich direkt auf Englisch ansprechen. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Überraschung. Ich hab mich in dem Spiel verlaufen. Überraschung. Das ist ja noch nie passiert. Ah, okay, hier. Gut, hier war der Anfang. Das ist ein Kreis. Okay. Ich verstehe. Nur für Befugte. Ich bin definitiv sowas von befugt. Ah. Heidi? So you're Heidi. I didn't realize I was on haunted doll watch. Good lord, how unsettling. The damage seems intentional. Okay, das Spiel will aber, dass ich was anpinne, glaube ich. Deswegen, ich weiß nicht, was ich anpinnen soll, aber dann hefte ich halt mal hier die Heidi an. Dann kann ich vielleicht mit Gerda drüber reden. Fabric burnt in the furnace. A jalabir, a traditional garment from northern Africa. Warum verbrennen die hier Klamotten? Will ich das wissen? Okay, nächster Raum. Was liegt da?
Der dritte Frosch. Frösche können nicht träumen, doch ich schon, das ist des Menschendaseins Lohn. Im Traum eines Frosches nur Leere steckt, daher habe ich den dritten Frosch geweckt. Petre, oh Gott, keine Ahnung. Tierchek? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, es sieht aus wie Serbisch oder Kroatisch oder so, irgendwas. Möglicherweise auch was ganz anderes. Erstickt unter seinem Kissen in der Durchgangszelle, musst du wissen. Dort ist der dritte Frosch gestorben. Das schwarze Edelweiß ist sein Grab geworden. Okay. Ich wollte gerade fragen, ist das eine Bärenfalle? Aber nee, ist es nicht. Medizinische Versuchungs... Was? Versuch? Versuchsergebnisse, Versuchungsergebnisse. Okay. N4. Alter, junger Erwachsener, Geschlecht männlich, Nationalität niederländisch. Eine willensschwache Versuchsperson, die bereit ist, für Belohnungen zu tun, was man ihr sagt. Kräftige Statur, daher folgende Dosierung angewandt. 0,4 Milligramm. N5. Erwachsener, männlich, rumänisch. Die Versuchsperson leistet wiederholt Gegenwehr, weswegen im Vorfeld eine Verabreichung herkömmlicher Beruhigungsmittel nötig war. Sobald sich die Person beruhigt hatte, reichte die Minimaldosierung aus. 0,2 Milligramm. N6. Junger, erwachsener, männlich, Ainu. Aufgrund unverständlichen Gebrabbels als geisteskrank eingestuft. Wegen der schmächtigen Statur reichte eine geringe Dosierung aus. 0,2 Milligramm. N7. Junger Erwachsener, männlich, Maori. Aufgrund unverständlichen Gebrabbels als geisteskrank eingestuft. Wegen der überdurchschnittlichen Größe war eine entsprechend hohe Dosierung nötig. 0,8 Milligramm. Zusammenfassung: Alle Versuchspersonen sind in guter körperlicher Verfassung und unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder Sprache gefügig. Weitere Versuche sind erforderlich. Wurden die als geisteskrank eingestuft, weil sie kein Deutsch oder Englisch gesprochen haben? Wegen unverständlichem Gebrabbel? Was haben wir denn da? Etwas ragt heraus. Ein Kreuz. An orthodox reliquary commonly found in Eastern Europe, now in a cell halfway up the Alps. Okay. Hier ist nix. Hier ist was. Auf Georgisch. Von wo komme ich denn? Von oben aufgeschlagen. Starker Chlorgeruch. This stretcher was disinfected frequently. Okay. Muss ich alle fünf blauen, grünen Blobs finden, damit ich das Ganze herleiten kann? Oder ist hier jetzt jeder quasi ein Mini-Schauplatz für sich? The stamp on this crate confirms it came from America. That's quite a distance to travel. Okay, dann probiere ich es einfach mal so und guck mal, was bei rauskommt. Da wurde jemand entweder niedergeschlagen. Oh, das sind alle ordentlich gelaufen. Nein. Oh, das wurde jemand geschoben. Nee, ich glaube, da ist jemand draufgeknallt. Okay. Gut, dann mal wieder zurück. Sherlock, dein Kittel ist da so ein bisschen verglitscht. Also ich meine, du kannst ihn natürlich tragen, wie du möchtest, aber das... Sieht es nicht bequem aus. Hier war ich, glaube schon, habe alles angeguckt. Gut, dann wieder raus. Und zurück zu der Dame mit Heidi, wenn ich sie wiederfinde. Oh, hier gibt es ja noch eine Tür. Hier war ich noch nicht drin, oder? Doch, das ist hier. Ja, hier war der Pfleger. Alles gut, ich bin wieder am Eingang. Orientierungssinn nicht vorhanden. I will make them pay for what they did to Heidi. I believe I have found your friend. Heidi! Oh, poor girl. What did they do to you?
Shh. It's all right now. Everything will be all right. Please, Gerda, now I have found Heidi, I need some help from you in return. Shh, Heidi. We should thank the man, don't you think? Gut, warum sind sie hier? How did you end up in Block B? The nurses say I'm prone to violent outbursts, but they're wrong. I just do what Heidi tells me. Have you ever met Professor Becker? I remember him. He was in charge here before that witch Gygax. But I haven't heard his voice for a long time. Too bad. He was nice. Ja, ich glaube, dann ist er nicht mehr am Leben. Okay, Tell me all you know about those funny talking people. We'd hear their screams. The guards would take them down the corridor behind you and they'd disappear. And the screams would stop. Professor Gygax seems to rule this facility with an iron fist. Do you know anything about her? She's sick. She did nasty things to us. Separated me and Heidi just for fun. Before she got here, this place was all right. I shall leave you two to get reacquainted. Okay, dann gucken wir mal, was ich hier anpinnen kann. Immer noch nix. Hm. Hier hinten in dem Gang. Und dann sind sie still gewesen. Ja gut, da wurden sie dann in die Zellen gesteckt und zum Schweigen gebracht wahrscheinlich. Das war hier hinten. Ja, das war hier hinten. Ah, habe ich da eigentlich schon das Tor angeguckt? The doors can be opened for deliveries. These are the same crates we found in London. I should take a closer look. Wow, was ich hier alles übersehen habe. Also nicht übersehen, ich bin ja nochmal zurück, aber normalerweise versuche ich alles beim ersten Besuch mitzunehmen. Okay, wie beim letzten Mal auch zerkratzt. Substantial blood loss. One poor soul found another way out. Gibt's hier noch was? Hallo. So ein kleiner Hinweis wäre schön. Da, eine Flasche. A bottle this dirty doesn't break by accident. Nö, da hat jemand sich das Leben genommen in der Kiste wahrscheinlich. Frösche können nicht wählen, doch ich schon. Das ist des Menschendaseins Lohn. Der zweite Frosch erwehrte sich kaum. Perplex war er. Das hielt ihn im Zaum. Abigail, immer zähl, war blutüberströmt beim Untersuchungsraum, der nun ist verpönt. Doch dort ist der zweite Frosch gestorben. Das schwarze Edelweiß ist sein Grab geworden. Haben wir jetzt alle Frösche? Nee, haben wir wahrscheinlich noch nicht. Ich glaube, einer fehlt noch. This is the same design as the one from London. Dirt and sweat. They were locked in here for days, judging by the smell. I doubt that one could survive such a journey with this little water. Ja, das war ja keine Reise von einem Tag oder so. Das waren ja mehrere Wochen. Da hätten sie eben schon ein bisschen mehr Wasser mitgeben können, glaube ich. Ach, Spiel. Ich weiß halt auch nie, ob ich mich jetzt irgendwie irgendwo anders hin ums Eck bewegen kann, wie bei der anderen Flasche. Oder wo mich das Spiel hin bewegt haben möchte. The kidnappers even provided airflow. How generous. This trip was prolonged and perilous. Okay. Oh, mittlerweile können wir... Ah, okay, es ist doch nicht nur... es gab doch mehrere Schauplätze. Gut. Da habe ich mich geirrt vorhin. Nee, ich glaube, hier wurden die Kisten abgeladen. Ja. Und dann hier aufgebrochen. Nee. Nee, einer hat überlebt. Der in der rechten Kiste. Der andere hat sich umgebracht. The carriages were back through these doors and they began to unload their cargo in secret. Next the crates were opened, freeing their passengers.
Not everyone survived the journey. The dirty, exhausted, and dehydrated prisoners were then herded into cells. But all the cells are now empty, and I have not located a morgue. Time to find Hell's Door. Okay. Und doch, das waren alle Frösche. 5, 4, 1, 2. Okay, dann mache ich mich auf die Suche nach den Fröschen. Beim Untersuchungsraum. Ich versuche jetzt mal, ob ich die... Also ob jedes Gedicht mich auf einen eigenen Raum hinweist. Beziehungsweise das ist wahrscheinlich schon relativ klar, dass es so ist. Aber wenn ich den angepinnt habe und in den jeweiligen Raum gehe, ob ich dann vielleicht irgendwie... Ob mir das was bringt, sagen wir es mal so. Ich glaube, ich bin genau in die falsche Richtung gestartet, ne? Ich habe, glaube ich, den weitesten Weg genommen, der irgendwie denkbar ist. Ja. Der Untersuchungsraum. Ah. Okay, ich muss die Dinger jetzt wirklich angepinnt haben. The killer was limping, but Abigail couldn't escape. Okay, das heißt, ja, ich muss mir also jeden Frosch hier anpinnen. Durchgangszelle. Es gibt hier keine Durchgangszelle, es gibt hier nur eine Durchgangszelle. Okay, ich höre schon auf. Blut des Mörders. He was gouged at the wall, fighting for his life. Odds are, he left scars on the killer too. Okay. Dann den ersten Frosch. Stand vor dem Loch in der Wand. Was für ein Loch in der Wand? Wo ist hier ein Loch in der Wand? Ein Fenster? Ah. Hier wahrscheinlich irgendwo der Speiseaufzug, oder? Loch in der Wand? Nee? Dann hat ein Ziegel sie übermannt. Also hier haben wir das Gedicht gefunden. Loch in der Wand. Hier ist ein Fenster. Ist da gerade was runtergetropft? Ist ja ekelhaft. Okay, ich gucke mir erstmal die anderen beiden an. Vielleicht sind die ja einfacher. Ja, bei der Wäsche. Das ist die Wäscherei. Das ist die Wäscherei. Mhm. Manchmal hört man halt doch, aus welcher Ecke Deutschland ich komme. Auch wenn ich größtenteils Hochdeutsch spreche. Wäscherei war doch hier irgendwo, oder? Ja. Aber so ein paar kleine... Ja, nur so ein bisschen färbt ein Akzent oder eine Herkunft doch immer die Sprache. The killer was strong enough and the bathtub deep enough to drown poor Lucy. Okay, noch, immer noch der falsche Knopf und das ist der erste. Der fünfte. Tod in Trakt B. Er nahm meine Pillen und sagte Ade. Ja, dann wahrscheinlich da bei dem Durchgang zu Trakt B, ne? Ja. Ich bin schon wieder genau in die falsche Richtung gestartet. Oh Mann. Nee. Ich würde gerne die ganze Froschsache noch rausfinden, bevor ich ja Schluss mache. Also das ist ja de facto Trakt B. Das heißt, hier muss es ja irgendwo sein. Ah, da ist was. Nach Bittermandeln. Arsen? Nee, Cyanid. For cyanide. The faint almond scent is unmistakable. Okay. Gut, dann hätten wir jetzt noch den ersten Frosch. Und ich drücke immer die falsche Taste. Will ich den jetzt noch suchen?
Loch in der Wand. Ich laufe hier einfach mal eine Runde rum. Oh, hab's Loch in der Wand gefunden. Okay. The murderer used his left hand to kill Hannah with a brick. Well, okay. It's clear that it was a multiple murderer. I'll send the profile to the police after we finish here. Er fühlt sich anderen Menschen überlegen und lebt seine Machtposition auf Kosten seiner Opfer aus. Diese bezeichnet er als Frösche und stellt sie sich offenbar als seine wissenschaftlichen Versuchsobjekte vor. Er plant seine Morde im Vorfeld und wählt jedes seiner Opfer nach bestimmten Gesichtspunkten aus. Den Tatorten nach zu urteilen, arbeitet der Mörder in der Heilanstalt oder hat dort gearbeitet. Gut. Dann pinnen wir hier doch mal die Hauptquest wieder an. Würde aber sagen, damit machen wir erst beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao, ciao.